Texel. Leistungsfähig, vielseitig, zuverlässig, beständig. Das Texelschaf ist nicht umsonst berühmt. Die äußerst anpassungsfähige Rasse gedeiht so gut wie überall. Diese Rasse hält, was sie verspricht, und lässt sich zur Lammfleischproduktion für den Gaumen von heute erfolgreich mit anderen Rassen kreuzen. Texels sind beim Erzeuger am beliebtesten. Die Rasse Texel stammt von der Insel Texel, auf der sie durch die Kreuzung einer kleinen einheimischen Rasse mit Lincolns und Leicesters Ende des 19. Jahrhunderts gezüchtet wurde. Das sorgfältige Zuchtprogramm mit strenger Selektion ergab eine große, muskulöse Rasse mit dichtem, schimmernden Pelz. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Texel zur Rasse mit dem größten Fleischertrag. Texel wurden in Großbritannien 1974 eingeführt und haben sich gut an die örtlichen Bedingungen angepasst. Aufgrund ihres dichten Wollpelzes, der dem neugeborenen Lamm reichlich Schutz bietet, gedeihen sie unter fast allen klimatischen Bedingungen. Texel sind berühmt dafür, dass sie nach der Geburt voller Elan blitzschnell auf die Beine kommen. Texel erfreuen sich großer Lebenskraft und sind ideal für die extensive Lammfleischproduktion. Das Mutterschaf bedarf keiner ausgiebigen Zufütterung, um Zwillinge heranzuziehen. Es erträgt die spärliche Vegetation des Hochlands gut und gedeiht ausgezeichnet auf den besseren Weiden der Ebene. Bei der Kreuzung mit einheimischen Rassen gibt es wertvolle Futterumsetzungsmerkmale an ihren Nachwuchs weiter, eine dringend notwendige Voraussetzung zur leistungsfähigen Lammfleischproduktion auf Grasbasis. Erzeuger, die Texel einsetzen, erkennen schnell deren gute Qualitäten. Schnell wachsende Lämmer, die eine größere Schlachtausbeute erbringen. Lämmer, die selbst bei Schlachtung mit höherem Gewicht mager bleiben. Ich arbeite als Landwirt an der Cheshire-Derbyshire-Grenze. Meine Texel-Schafe stammen aus der Sportsmans-Herde. Die Vorzüge des Schafs sind ein guter Rücken, gute Lende und guter Rumpf, gute Keule und tiefe Keule. Das ist eigentlich genau das, was der Metzger will. Er will keine Knochen, sondern nur Fleisch. Und zwar mageres Fleisch. Kurz gesagt, Texelkreuzungen erhöhen den Ertrag. Während der letzten drei Jahrzehnte haben sich Texel großartig in die britische Tierzucht eingegliedert. Reinrasseerzeuger, die Texel welten, taten das in Hinsicht auf kommerzielle Tierhaltung. Viele von ihnen sind Mitglieder bei PRT, Performance Recorded Texels, einem Programm zur Bewertung und Ermittlung des leistungsfähigsten Zuchtbestands. Ihre Lämmer werden gewogen und Lendentiefe sowie Fettschicht durch Ultraschallmessungen bestimmt. Weitere Anwendungen moderner Technologie, wie zum Beispiel computergestützte Tomographie, stehen als genauere Instrumente zur Messung der Zuchtaussichten eines Schafbocks ebenfalls zur Verfügung. Die Daten werden in Bezug auf die gesamte Texelbevölkerung ausgewertet und verglichen, um die ranghöchsten Tiere innerhalb des Zuchtprogramms zu erkennen. Wir haben das Eplex-Erfassungssystem, das sogar Einzelheiten, wie zum Beispiel Wachstumsraten, Rückenfett und Augenmuskeln erfasst. Und seit kurzem haben wir Basco und damit eine Datenbank zur Aufbewahrung unserer Ergebnisse. Wir können daher jedes Schaf der Rasse nachsehen und Informationen dazu einholen. Die Hauptniederlassung aller Texel ist die Texel Sheep Society in Stoneleigh, Warwickshire, in Mittelengland. Die Verwaltung unterstützt 2000 Mitglieder und kümmert sich um alles, von der Datenbankführung der Reinrassenakten und Entwicklung einer ausführlichen Internetseite bis hin zur Finanzierung wissenschaftlicher Forschungsprojekte. Als Gesellschaft verfolgen wir klare Ziele. Wir müssen die Rasse im Namen der Mitgliedschaft in der weiteren Branche fördern. Ebenso müssen wir bewirken, dass Dienstleistungen zur Verfügung stehen, die dem Wertzuwachs der einzelnen Mitglieder dienen. Die Suchmaschine Basco ist eine besondere Entwicklung, wodurch ermöglicht wird, dass den Mitgliedern und der weiteren Branche ein elektronisches Herdenbuch mit integrierten Wertindizes öffentlich zur Verfügung steht.
Des Weiteren ist die Gesellschaft an der Förderung der Rasse in neuen Grafschaften innerhalb Großbritanniens als auch neuen Ländern auf der ganzen Welt beteiligt, wodurch ständig neue Märkte geschaffen werden. Im Inland finanziert sie nicht nur Preise für die beliebten sommerlichen Landwirtschaftsausstellungen, auf denen Züchter ihre besten Texel vorführen, sondern bietet auch Unterstützung für winterliche Zuchttierausstellungen, auf denen sie in Großbritannien seit 30 Jahren beneidenswerte Rekorde erzielt. Die Gesellschaft organisiert 4 nationale Zuchtverkaufsveranstaltungen in ganz Großbritannien, wobei die namhafteste die schottische Veranstaltung in Lanark ist. Die größte Auswahl der im Handel erhältlichen Schafböcke findet man auf der unabhängigen Verkaufsveranstaltung in Kelsall an der schottischen Grenze und in Bilth Wells in Middle Wales, wo jährlich über 1000 Schafböcke den Besitzer wechseln. Dank Verbesserungen in der britischen Branche stieg der Absatz von Texel stetig, was beweist, dass die Beliebtheit dieser Rasse aufgrund ihrer maßgeblichen kommerziellen Zuchtmerkmale weiterhin Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bietet und somit die Bedürfnisse des modernen kommerziellen Lammfleischerzeugers erfüllt. Der Erfolg der Texel ist leicht zu erkennen und zu verstehen. Ein Schaf, das sich entwickelt hat und weiterhin entwickelt. Ein widerstandsfähiges, vielseitiges und robustes Schaf. Texel, die richtige Wahl für die Nation.